Hallo Kackbratzen. Ich liebe den Geruch von faulen Eiern am Morgen. Auch heute öffnen wir wieder mal die große Retro-Schublade und dieses Mal haben wir das größte Action-Feuerwerk, das ihr wohl je erlebt habt. Wer den Titel lesen kann, hat es vielleicht schon erraten. Denn heute dreht sich alles um den brachial schnellen und bombastischen Shooter MDK. Diese Perle war das Werk von Nick Brutti, der zuvor an eher familienfreundlichen Spielen wie das Dschungelbuch oder auch an der Earthworm Jim Serie gearbeitet hatte. Vermutlich hatte er von niedlich die Schnauze voll und wollte endlich mal einen richtigen Shooter entwickeln, den die Welt noch nicht gesehen hat. Allerdings wollte er nicht den immer gleichen Doom-Klon kopieren. Und so entschloss er sich, einen Third-Person-Shooter zu entwickeln, der gleichzeitig die neuesten CPU auf dem PC ausreizen sollte. Eine Version für Konsolen kam für Brutti zu Beginn der Entwicklung nicht in Frage, da es seiner Meinung der damaligen Hardware an Power fehlte und das obwohl auch auf dem PC diese ganze 3D-Grafikgeschichte noch ganz tief in den Kinderschuhen steckte. Man verzichtete anfangs auch auf 3D-Beschleuniger und konzentrierte sich ausschließlich auf das Software-Rendering, weshalb man damals schon eine relativ knackige CPU benötigte, damit das Spiel auch flüssig auf den Bildschirm gezaubert werden konnte. Das Projekt war so ambitioniert, dass man für MDK sogar eine eigene Programmiersprache geschrieben hatte. Allerdings hat man sich während die Entwicklung der PC- und Mac-Version im vollen Gange war, dann doch dazu entschlossen, einen Port für die PS1 zu entwickeln und dafür, dass die kleine graue Kiste nicht unbedingt ein Kraftpaket war, kam am Ende doch ein absolut einwandfreies Spiel auf den Markt. Später reichte man auch für den PC einen Patch für 3D-Beschleuniger nach. Zu Beginn herrschte auch eine große Verwirrung darüber, was eigentlich genau MDK bedeuten soll. Der erste offensichtliche Versuch, dem Ding einen Namen zu geben, war Murder Death Kill, allerdings wurde das offiziell nie bestätigt. So kam man auf andere Alternativen wie etwa Mother Day Kisses, Mission Deliver Kindness und anderen Kram, wie etwa auch Max Doc Kurt, also die Namen der Protagonisten des Spiels. Erst später bestätigte dann Entwickler Nick Brutti, dass das Spiel tatsächlich Murder Death Kill heißen sollte, aber man auch aus marketingtechnischen Gründen davor zurückschreckte, das Kind beim Namen zu nennen, da sich auch die geplanten Actionfiguren somit sehr schlecht an Kinder verkaufen ließen. Das Spiel erzählt die Geschichte von Kurt Hectic, einem intergalaktischen Hausmeister, der widerstrebend versucht, die Erde vor einer außerirdischen Invasion riesiger Tagebaufahrzeuge namens Minecrawlers zu retten. Die Minecrawler ernten rücksichtslos die natürlichen Ressourcen der Erde und vernichten alle Menschen und Städte, die sich ihnen in den Weg stellen. Unterstützt von seinem etwas exzentrischen Chef und Erfinder Dr. Hawkins, sowie mit einem sechsbeinigen Roboterhund namens Bones, der allerdings lieber Max genannt werden möchte, macht sich Kurt nun auf einen jeden Minecrawler samt Crew ins Jenseits zu pusten. Kurt verfügt dabei über einen äußerst praktischen Anzug mit integriertes Maschinengewehr mit unbegrenzter Munition, das an seinem Helm befestigt zu einem Scharfschützengewehr wird. Jede Mission beginnt damit, dass Kurt im freien Fall zur Erde fällt und dabei versucht, den Radargeräten und Raketen der Minecrawler auszuweichen. Sobald er gelandet ist, beginnt die wahre Action und man muss sich durch verschiedene Level kämpfen, Feinde mit Blei vollpumpen und nicht allzu schwere Rätsel lösen. Die Feinde reichen von Grunzern bis hin zu Robotern, Panzern, Wachdrohnen und Raumschiffen, wobei jeder Minecrawler am Ende der Etappe einen Boss hat. Einer der einzigartigen Aspekte von MDK ist der Grunzgenerator. Es handelt sich hierbei um eine Maschine, die ständig Gegner wiederbelebt, solange sie nicht zerstört wird. Außerdem gibt es plattformartige Hindernisse, die durch Springen oder Gleiten überwunden werden können, sowie die Möglichkeit, spezielle Waffen und Gesundheitspickups zu erhalten. Während man sich durch das Spiel kämpft und man keine Tomaten auf den Augen hat, wird man feststellen, dass jede der außerirdischen Welten von MDK ihre eigene einzigartige Ästhetik hat. Für damals war das eine echte Show und man musste lange suchen, bis man ein Spiel gefunden hat, das etwas Vergleichbares bieten konnte, mit dem Ergebnis, dass es kein anderes Spiel gab, das ein so dichtes Universum hatte wie MDK. Es gab eine Menge an atemberaubenden Level mit Höhlen, Eis und teilweise wunderschönen reflektierenden Glas. Man kam durch offene Welten mit bizarren Gebäuden und dann kämpfte man sich wieder durch seltsame und beklemmend enge Tunnel, als würde man durch den Darm eines riesigen Aliens laufen.
Die Atmosphäre war jedenfalls bedrückend und wunderschön surreal zugleich. Es machte zwar damals auf dem Mac auch einen höllischen Spaß zu spielen, aber irgendwie fühlte es sich dank dem Controller auf der PS1 nochmals eine Spur besser und fluffiger an. Kurt ist ein verdammt flotter Typ, der sich unheimlich agil durch die Level bewegen kann. Und das ist auch gut so, denn prinzipiell ist der Spieler rein zahlenmäßig seinen außerirdischen Feinden hoffnungslos unterlegen. Damit man aber nicht sofort den Löffel abgibt, hat man drei wesentliche Aspekte, die einem jederzeit den Arsch retten können. Zum einen hat man das Standardgewehr mit unendlich Munition, das sich bei Bedarf jederzeit in ein Scharfschützengewehr verwandeln lässt. Dann gibt es noch eine große Portion extrem absurder Waffen und zu guter Letzt kann man die Hilfe des Kumpels Max anfordern, sollte es dann doch mal wieder allzu brenzlig werden. Wer jetzt noch nie in seinem Leben MDK gespielt hat, sollte sich schämen, denn man hat hier wohl das größte Feuerwerk aller Zeiten verpasst. Damit man mit dem Gameplay etwas warm wird, hat man mit dem ersten Level eine Art Tutorial geschaffen. Hier lernt man schnell, wie der Hase läuft und dass man grundsätzlich erstmal alles in die Luft jagen sollte, was einem nur irgendwie gefährlich erscheinen könnte. Mit einer gut geworfenen Granate oder eben auch mit der kleinsten Atombombe der Welt lassen sich im Nu Geschütztürme und Teile der Landschaft dem Erdboden gleichmachen. Und natürlich pustet man Hunderten von Außerirdischen das Lichtlein aus, die sich unentwegt mit ihren Kameraden unterhalten, um Nachschub anzufordern. Was hier auf dem Bildschirm geboten wird, ist wirklich beeindruckend. Wie erwähnt, gibt es in MDK wohl die verrücktesten Waffen, die wir damals je in einem Spiel gesehen haben. Dabei ist die kleinste Atombombe der Welt noch das geringste, was man in die Finger bekommt. Neben einer nuklearbetriebenen Kuh, die man über dem Schlachtfeld abwerfen kann, gibt es zum Bleistift noch die sogenannte interessanteste Bombe der Welt, mit der man kurzen Prozess mit den hartnäckigen Feinden macht oder auch einen sehr flauschigen Tornado. Allerdings haben auch unsere außerirdischen Freunde eine respektable Auswahl an Waffen. Abgesehen von sehr seltsamen Tieren, die sehr gerne mit euch spielen möchten, gibt es Kamikaze-Attacken, riesige Stahlkugeln oder springende Granaten. Der Einfallsreichtum der Entwickler schien grenzenlos gewesen zu sein. Extrem erfrischend ist auch der Scharfschützenmodus, der nicht immer nützlich, aber absolut fantastisch ist. Mal abgesehen davon, dass das Spiel in die Ego-Perspektive wechselte und sich Kurt in etwa so wie Darth Vader anhörte, gab es dafür damals einen Aspekt, der einfach unglaublich war. Allein das beinahe fast grenzenlose Zoomen lässt einem die restlich verbliebenen Gehirnzellen explodieren. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Während damals die meisten Spiele grafisch komplett Grütze waren, verpassten die Entwickler dem Spiel mit dem Scharfschützenmodus ein Ding, das das schier Unmögliche wahr werden ließ. Im normalen Spielmodus sah man am Horizont vielleicht einen unscheinbar kleinen Pixel, der auf- und abhüpfte. Wenn man dann aber in den Scharfschützenmodus und auf die maximale Zoomstufe wechselte, erkannte man, dass dieser unscheinbare Pixel ein ausgewachsener Geschützturm war, in dem ein Alien nur darauf wartete, euch mit den nächsten Salven ins Nirvana zu pusten. Man drückte auf den Abzug und das Problem war erledigt. Sehr lustig war auch die Bulletcam, mit der man auch noch die schwierigsten Ziele im Handumdrehen ausschalten konnte. Allerdings konnte man höchstens 3 Kugeln abfeuern. Weitere Schüsse wurden so lange blockiert, bis die ersten ihr Ziel fanden. Rein theoretisch hatten die Außerirdischen keinen Hauch einer Spur, um auch nur irgendwie mit dem Leben davon zu kommen. Scharfschützengranaten konnten auch noch jedes befestigte Ziel aus einer extrem großen Entfernung zerstören und Zielsuchgeschosse machten ihren Namen alle Ehre. Allerdings hatte der Scharfschützenmodus einen kleinen Haken. Bekam man eine Kugel ab, wurde man sofort aus der Ego-Perspektive hinauskatapultiert. Und da es im Spiel relativ hektisch zugeht, hatte man nicht immer alle Zeit der Welt, um schon aus großer Entfernung gemütlich alles platt zu machen. In einigen Level war es beinahe unmöglich oder zumindest äußerst schwierig, hier überhaupt noch einen Treffer landen zu können. Trotzdem ist es erstaunlich, was für ein actiongeladenes Feuerwerk MDK war und auch heute noch ist und dass man auch mit verschiedenen Taktiken spielen konnte, war im damaligen Shooter-Einheitsbrei echt eine große Sache. Was jetzt leider nicht ganz so fluffig ist, ist, wie man sich in der Welt zurechtfinden muss. Manchmal ist nicht immer klar, wohin man sich als nächstes bewegen oder was man ausschalten sollte, um Fortschritte zu machen. Das Spiel wartet geduldig auf den Spieler, bis er den richtigen Tunnel gefunden oder vielleicht den letzten Punkt auf der Karte in die Luft gesprengt hat. Und da man fast keine Informationen hat, wird man ab und an ziellos umherirren. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Sackgassen, die den Spielfluss und Spaß ausbremsen. Aber ansonsten ist das Erlebnis als auch die Grafik eine Wucht. In der Regel bietet MDK ein äußerst stabiles und flüssiges Gameplay und das sogar auf der PlayStation. Man hat damals aber auch schon strategische Ladetunnel eingebaut, mit denen man von den Ladezeiten ablenken wollte. Während man sich also durch einen engen Gang bewegt, konnte die CD die nötigen Daten nachschaufeln. Hier ging auch die Bildrate etwas in die Knie. Da man aber hier nichts in die Luft jagen musste, konnte man das aber verkraften. Und der Soundtrack ist einfach wow!
Selten hat man so extrem gute Musik in einem Spiel gehört. Bei den saftigen Orchester- und Elektrothemen schnalzen die Gehörknöchelchen mit den Zungen, sofern diese Zungen hätten. Nice. Die Musik verpasst einem den perfekten Adrenalinschub, wenn man mal wieder von zig Aliens umzingelt wird und ab und an wird sie euch eine gehörige Gänsehaut verpassen. Gerade dann, wenn man durch gottverlassene Welten und durch enge Gänge schleicht. Es gibt aber sogar auch ein paar lustige Melodien auf die Ohren. Insgesamt ist der Soundtrack eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die einem ab dem ersten Level mitreißt und nicht mehr loslässt. Grundsätzlich fand ich damals die Mac-Version klasse, aber ich hatte das Gefühl, dass die spätere PlayStation-Version einfach besser war. Irgendwie war der Soundtrack noch eine Spur knackiger und es spielte sich mindestens genauso flüssig wie auf der großen Kiste. Wenn nicht sogar besser, dank des Analog-Controllers. Und irgendwie war das Ende auf der PS1 auch anders. Gut, die Grafik ist halt nicht so fein wie auf dem Mac oder PC und es ruckelt ein klein wenig in den besagten Ladetunneln, aber es war doch mein Favorit. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann macht MDK eine bombastische Show, aber so wirklich herausfordernd ist das Spiel auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Jeder, der seinen Namen auch mit verbundenen Ohren richtig buchstabieren oder wenigstens fehlerfrei tanzen kann, wird ohne Probleme das Ende des Spiels erreichen. Falls nicht, habe ich hier eine Alternative für euch. Trotzdem ist MDK ein bombastisches Abenteuer, das man unbedingt gespielt haben muss. Auf GOG gibt es für kleines Geld die Windows-Version, wer jetzt nicht unbedingt auf der PS1 zocken möchte. Leider fehlt aber die Mac-Version, was ich jetzt persönlich etwas schade finde. Der zweite Teil war jetzt nicht schlecht, aber kam insgesamt irgendwie nicht ganz so gut an. Wer nichts falsch machen möchte, sollte sich zumindest den ersten Teil holen. Freut euch jedenfalls auf ein spektakuläres und aufregendes Spielerlebnis, das ihr nicht vergessen werdet. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.